Hallo und herzlich willkommen wieder bei uns auf unserem Kanal. Und heute, Stefan und ich zeigen dir, wie du einen Kopfstoß abwehren kannst. Und zwar gebe ich dir drei mögliche Abwehren mit. Kopfstöße sind, ja, ich will jetzt nicht sagen verpönt im Kampfsport, sind, glaube ich, verboten sogar, ja. Macht man nicht im Kampfsport. Regelwerke, wenn du deine Stirn auf die Nase deines Gegners setzt, hat das böse Folgen. Im Wing Chun selbst gibt es keine Kopfstöße, offiziell, traditionell sage ich, dass du, ich sage jetzt mal, in deinen Sektionen mit Kopfstößen arbeitest. Aber wir bauen das in unseren Training regelmäßig ein. Das heißt, wenn du in Shisa-Sektionen im Freikampf bist, dass du mit Kopfstößen arbeitest, allein auch um sie abzuwehren. Erstmal ist es eine tolle Waffe, wenn du weißt, wie du sie gibst, wenn du die Situation erkennst, wann du sie geben kannst. Aber es ist auch super wichtig zu wissen, wie du diese Angriffe abwehrst, denn die sind echt gefährlich. Kriegst du einen richtigen Kopf auf die Nase, einen richtigen Kopfstoß auf die Nase von oben nach unten, ist es in den meisten Fällen dunkel. Und sei dir auch bewusst darüber, ein Kopfstoß ist nicht nur ein Kopfstoß, der aus dem Kopf gemacht wird. Ein Kopfstoß kommt immer aus dem ganzen Körper. Das heißt, du hast die komplette Muskelkette hier drin, du hast richtig Masse in diesem Ding. Und wenn du die Situation hast, stehst und einer macht hier die Eidechse, ja, dann war es das für gewöhnlich. Okay, dagegen sollst du dich schützen können. Und damit fangen wir jetzt an. Die erste Möglichkeit, dich dagegen schützen zu können, ist eine sehr banale, sage ich mal. Aber es kann sein, dass dir in Situationen nichts anderes übrig bleibt. Das heißt, stehe ich hier, mach mal ganz, ganz langsam bitte, und ich merke, irgendwas kommt, ich ziehe einfach meinen Kopf nach unten. Okay? Ich ziehe meinen Kopf nach unten und statt dass seine Stirn auf meine Nase trifft, trifft seine Stirn auf meine Stirn. Das ist natürlich immer noch nicht angenehm. Aber du hast keinen Knockout, okay? Das heißt, du stehst, irgendwas ist, du kennst das, er kommt, du ziehst einfach nur deinen Kopf runter, weil du einfach merkst, scheiße, er macht was, er kommt zu nah und er zuckt in seinem Oberkörper. Also diesen Reflex würde ich trainieren, okay? Passt natürlich auf. Wenn du das im Training machst und du sprichst es irgendwie komisch ab oder falsch ab und er kommt rein, er kommt nach vorne, du kommst nach vorne. Es kann sein, dass er dann seine Nase gebrochen hat. Also bitte passt da auf. Aber hab das in deinem Repertoire drin. Ja, wenn du wirklich gepennt hast, das Ding kommt nach unten, ist das vielleicht die letzte Möglichkeit, ja, dich bei Bewusstsein zu halten, deine Nase ungebrochen zu halten. So, was hast du noch für Möglichkeiten? Möglichkeit 2 ist das. Du stehst, bist im Gespräch und du merkst, er kommt mit seinem Kopf rein und du hast ein bisschen mehr Platz jetzt, hast ein bisschen mehr Zeit und du kannst hier deinen Schulterbonsor nehmen. Das heißt, du gehst raus aus dem Ganzen. Je nach Größenverhältnis kann sein, dass du kleiner bist, dass du dich zurücklehnen musst, okay? Aber du nimmst hier deine Schulter hoch und guckst, dass du einfach da geschützt bist. Daraus kannst du dann natürlich wieder arbeiten. Der Kopfstoß kommt und dann bist du hier mit deinen Folgetechniken drin. Was bietet sich da an? Hier, der erste, der zweite, das wäre der Faxe. Jetzt kannst du hier in deinen Ellbogen und den nächsten Ellbogen reingehen. Das heißt, Ellbogenkampf bietet sich an, weil du bist von der Kopfstoßdistanz her schon relativ nah. Okay? Erste Möglichkeit, Kopfstoß kommt, meine Stirn geht runter. Zweite Möglichkeit, hier, meine Schulter geht hoch. So, das sind beide Situationen, du hast keinen Kontakt vorher mit deinem Gegner. Okay? Das kommt vor, das ist dieses Ding, du kommst aufeinander zu und irgendwann fliegt der Kopf nach vorne rein. Was öfter vorkommt, meines Erachtens, ist hier, komm vielleicht mal ein bisschen her, dass du hier einfach am Schieben bist, am Schieben und auf einmal zieht dich hier jemand in diesen Kopf. Okay? Dass du im Clinch bist, ja, du bist am Kontrollieren, hast vielleicht das hier, das ist eine krasse Sache, wenn du hier einen Kopf reinbringst, das ist immer sehr, sehr schwer, das abzuwehren. Okay? Das heißt, auch da, zieh mich mal bei diesem Clinch, hast du auch hier wie möglich mit Möglichkeit, mit Schulterbonsoren zu arbeiten, wenn du diese Drehungen drin hast, okay? Was du aber noch hast, und das möchte ich jetzt mit dir machen, folgende Technik. Ich habe meine Hand hier diagonal auf seiner Schulter liegen, nicht gleichzeitig, sondern diagonal, okay? Probier das erstmal ohne Clinchen, okay? Wir haben ein bisschen Druck drauf und wenn du jetzt merkst, dass der Kopfstoß kommt, kannst du hier mit Ellbogen einarbeiten, okay? Hand diagonal, er kommt in dem Moment, wo du merkst, er kommt, lässt du deinen Ellbogen und deine Wendung raus. Der da, wumm, wumm. Der da, wumm. Bleib mal so bitte. Von da aus, nach diesem Ellbogen und der Kontrolle, kannst du weiterspielen. Eine Situation hier, du bist da, er kommt mit seinem Kopf wieder auf dich zu. Richtig. Was machst du? Du wendest wieder weg, gibst einen Aufwärts-Ellbogen, ein Fax, auch nächster Ellbogen, wumm. Bist hier wieder drin, der nächste Kopfstoß, da ist er wieder, wumm. Bist hier, gibst zwei, drei Ellbogen, bist vielleicht hier drin, in dieser Aufnahme. Hast irgendwie eine Kontrolle so, der Kopfstoß kommt, bist hier, wieder mit dem Aufwärts-Ellbogen, Abwärts-Ellbogen. Okay? Das kannst du schön trainieren. Und dann baust du das Ganze in deinen Clinch ein. Er ist hier drin, okay, jetzt drückt er gerade meinen Arm hier runter, das kann man gerade nicht sehen, warte.
Und in dem Moment, da solltest du schon vorher reagieren. Ja? Der Arm geht runter, der Kopf kommt nach vorne, boom, bist du hier wieder in deiner nächsten Technik. Das heißt, mach dich da auf jeden Fall locker. Guck, dass du hier vielleicht mit Möglichkeit 2 arbeitest, mit Möglichkeit 1 und natürlich auch hier mit Möglichkeit 3, um deine Position rauszukriegen. Kopfstöße, gefährliche Waffe, wirklich gefährliche Waffe. Üb die zu geben, weil in der Nahdistanz ist das manchmal ein ganz, ganz probates Mittel. Ich mache das super gerne. Ich zeige dir mal ein Beispiel. Du bist drin, du bist hier am Machen, du machst eine Abwehr rein. Genau, und dann hast du auf einmal hier die Möglichkeit, deinen Kopf reinzusetzen. Tu das, ja? Warum nicht? Diese Dinge sitzen immer ganz, ganz gut. Geben, lernen, üben, Spaß, gut, effektiv, aber vor allem auch abwehren. Weil die machen wirklich keinen Spaß, wenn man sie kassiert. Und das ist meistens ein Treffer, Knockout. Und das war's. Und davor solltest du dich schützen. Alles klar, viel Spaß beim Training und wir sehen uns im nächsten Video wieder. We'll be right back.